Hallo zusammen hier bei Shoki Banoki New Television Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Das ist der Sascha. Hallo. Tag Sascha. Ja, und ich bin der Marc. Und heute haben wir den 28. Januar und sicherlich heute auch ein Geburtstagskind. Ja, Gianluigi Buffon, kennst du? Gianluigi Buffon, natürlich kenne ich den. Das war doch der eine, der, was hat er noch gemacht, hier, ich bin gerade auf dem Monitor. Du hast gar keine Ahnung. Das wahrscheinlich wieder Fußball, ne? Fußball-Torhüter, ja. Mhm. Welttorhüter war der gewesen 2003, 2004, 2006, 2007, ja. Und ist eine ganz große Nummer. Gianluigi Buffon ist einer der ganz, 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 ganz wenigen, wenn nicht der einzige Italiener, den ich als Fußballspieler leiden kann. Wir müssen mal überlegen, wen noch. Fällt mir jetzt spontan keiner ein. Doch, Gianluca Pagliuca. Das war auch ein ehemaliger Fußballspieler von Italien, aber den mochte ich nur, weil er so einen bescheuerten Namen hat. Gianluca Pagliuca und Gianluigi Buffon. Ja, Gianluigi Buffon ist ja aus dem internationalen Geschäft herausgetreten, ganz ähnlich wie Zinedine Zidane, mit einer roten Karte. Oh. Ja. Damals hat er Champions League Halbfinale gespielt mit Turin gegen Real Madrid. Und in der 98. Minute oder irgend sowas ist ein zweifelhaftes Foul passiert, das dann zu einem Elfmeter geführt hat. Und der Gianluigi hat sich dann so sehr aufgeregt, dass der Schiedsrichter ihn runtergeschickt hat. Und das war das Ende seiner Karriere. Danach sozusagen. Ist er gar nicht mehr. Das hat ihn so geärgert oder was? Nee, das Ende der Karriere war schon vorhergesagt sozusagen. Ach so, okay. Und das war also das beendet. Seine letzte Saison und so ist er dann halt. Oh, das ist doch gehört. Das ist doch ein beschissenes Ende, oder? Ja, aber man redet drüber, genauso wie beim Zinedine Zidane, der dann halt den Materazzi eine geballert hat. Ja, genau. Aber so hören die großen Namen halt auf. Ja. Am 28. Januar ist aber noch was anderes. Ja, am 28. Januar 1986 explodierte kurz nach dem Start das US-amerikanische Space Shuttle Challenger und seine siebenköpfige Besatzung starb. Darüber haben wir gesprochen, vor 16 Tagen. Genau. Da haben wir schon darüber gesprochen, dass die Columbia beim Wiedereintritt in die Atmosphäre verglüht ist, auch mit Besatzung. Erstmal gestartet ist und jetzt ist es. Aber das hier ist natürlich so ein Ereignis, da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. Das haben wir, glaube ich, damals am Fernsehen, konnten wir das sogar verfolgen. Das macht doch irgendwie so. Pff. Ja, ja, das geht so, dieser Treibstofftank, weiß ich noch, fliegt dann da so weg und furchtbar. Da war noch diese Lehrerin an Bord, wo noch die Schüler von ihr beim Start unten auch noch in Cape Canaveral zugeguckt haben und so. Wow. Das war eine ganz, ganz, ganz dramatische Geschichte, ja. Ja, aber jetzt passend dazu, Fakt des Tages. Ja, Fakt des Tages. Stell dir vor, wenn unser Sonnensystem 1 Millimeter groß wäre, dann wäre unsere Milchstraße 80 Kilometer groß. Also unser Sonnensystem. Was? Ja, unser Sonnensystem ist das da. Yeah. Unser Sonnensystem ist schon relativ groß für uns. Ne? Also die Erde ist da irgendwo drin, dann ist die Sonne da drin und natürlich auch noch alles, was so drumherum da irgendwie. Ja, ne? In diesem 1 Millimeter. Und die Milchstraße wäre dann aber 80 Kilometer. Das heißt, das ist also fast einmal von hier bis zu mir nach Hause. Richtig. Wahnsinn. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Das ist die Relation Sonnensystem zur Milchstraße. Hammer, oder? Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da kommt man sich gleich ein bisschen klein vor, ne? Ja, genau. Das war eine Vorlage für dich. Aber du verwandelst sie nicht, da bin ich dir dankbar. Du kannst mich ja doch ganz gut leiden. Weil du nur 1,22 Meter groß bist, muss man nicht jedes Mal drauf rumreiten. Ich bin immerhin größer als eine Parkuhr, ja, das ist wichtig. Reite ich auf jeden Fall sehr, sehr ungern drauf rum. Wir sehen uns morgen wieder. Cheerio, Miss Sophie. Macht's gut.